Hallo und herzlich willkommen auf unserem schwarzen Nachhitz. Zu einer weiteren Folge Far Cry 5. Ich habe mir jetzt gar nicht wirklich ein Ziel überlegt für diese Folgen. Wir gehen jetzt erstmal zu diesem Prepper-Hütten-Dingchen da. Das Ziel allgemein lautet ja eigentlich, irgendwelche Scheiße gegen diese Sekte machen, damit Jacob möglichst schnell provoziert ist, damit wir den auch noch umhauen. Weil die Faith, die ging ja, fand ich jetzt noch schneller wie, na, wie hieß der erste? John, glaube ich. Oh, jetzt sind sie da. Ist das die Hütte? Oh ja. Scheiße, das ist das letzte Versteck. Deputy, du bist dicht dran. Lass die Peggys nicht mit unserem Zeug abhauen. Wo ist das letzte Versteck? Das hier? Nee. Das hier? Nee. Das hier? Nee. Das ist hier auch nicht. Leck mich! Wo ist denn dann das letzte Versteck? Wenn ich dich dran sein soll? Ich glaube, jetzt machen sie richtig ernst. Alter, ich hab irgendein Film, ein Fundstück. So, wo ist jetzt die letzte Hütte? Das war sie ja da unten. Ich soll dicht in der Nähe sein. Wollt ihr mich verarschen? Das ist ja schon eine Frechheit hier. Mich überhaupt drum zu bitten. Wie komme ich denn da jetzt blöde hin? Ja, von hier dann hätte ich gesagt, wa? Das ist wahrscheinlich das nächstgelegene. Ja. Aber mir ist euch mal aufgefallen, wie viele dieser Bunker es hier in diesem Spiel gibt. Gefühlt an jedem Haus, was du abseits einer Stadt findest, ist so ein Ding. Ist wahrscheinlich sogar. So, haben wir jetzt hier auch ein Auto? Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank haben wir kein Auto gekriegt. Ja.
Ahnung, wie die Sekte das... Du bringst es nicht zurück, oder? Besser als ich. Mensch, schaut mal ab hier. So. Was ist denn das Fahrzeug? Ist doch voller Blitz, der Typ. Okay, das sollte reichen. Komm zurück zu Wolfstein. Das sieht doch auch irgendwie... Naja, solange ich nicht gejagt werde. Ist mir noch relativ egal, wie es um die anderen steht. Sollen sie doch machen, was sie wollen. Was sie für richtig halten. Eine Frage, eine Antwort. Ganz einfach, Schutzhund. Gute Arbeit. Verdammt. Gut, dass wir das Zeug jetzt nutzen können und es nicht in irgendeinem Bunker Staub fängt. Das hilft wirklich sehr. Kaum zu glauben, dass du die Typen erwischt hast. Ich war mir sicher, dass sie entwischen. Hätten wir ein paar mehr Leute wie dich hier, dann hätte Eden's Gate schon längst aufgegeben. Danke, Deputy. Dann wär doch so wie... Schön, dich zu sehen, Deb. Alter. Gerade rechtzeitig. Ich war nicht sicher, ob du wiederkommst, aber du steckst voller Überraschungen. Diese Petze hier war für die Sicherheit im Chalet verantwortlich. Zu unserem Glück war er nicht besonders gut in seinem Job und ist in meinem Planschbecken gelandet. Sieht so aus, als würden hier die Auserwählten ausgebildet. Wenn du sie mal in Aktion gesehen hast, weißt du, wie unbarmherzig sie sind. Hast du eine Ahnung, womit Jacob sie trainieren lässt? Mit lebendigen Zielen. Das soll ihnen die Angst vorm ersten Mal töten nehmen. Diese Arschlöcher achten kein Leben, das nicht in ihrer Sekte ist. Und sie müssen erledigt werden, wie die Hunde, die sie sind. Also gehst du zum Chalet, tötest jeden Auserwählten, den du siehst, und legst überall in dem Gebäude Sprengstoff. Und dann sehen wir zu, wie das ganze verdammte Drecksding zu einem glühenden Aschehaufen wird. Wie klingt das? Ja. Kann das Funkeln an
eines Gewehrlaufs meilenweit sehen. Na, du hast nichts mehr für mich, okay. Scheiße, ja, Deputy. Deputy, schön, dass du zurück bist. Ich habe eine Aufgabe für dich. Erinnerst du dich ans Grandview Hotel? Das Drecksloch, aus dem wir dich geholt haben? Du musst wieder hin. Jacob hat sich ein Whitetail namens Briggs geschnappt und versucht, ihm das Hirn weich zu kochen, so wie dir. Er hofft wohl, dass Briggs die Wolfstan verrät. Ich glaube nicht, dass er so lange durchhält wie du. Und wenn er unsere Position verrät, war's das. Also müssen wir schnell sein. Einige hier glauben, dass es das Schlauste wäre, ihn einfach zu töten. Aber wenn wir anfangen, unsere eigenen Leute zu töten, um uns selbst zu retten, sind wir nicht besser als Jacob. Da mache ich nicht mit. Stattdessen machen wir Folgendes. Uiti hat ein kleines Dekonditionierungspaket zusammengemischt. Haben wir auch bei dir genutzt. Tausche es einfach gegen das Band aus, das in Briggs Raum läuft. Und dann werden wir sehen, was passiert. Wenn alles glatt läuft, kommt unser Junge wieder zurück zur Erde. Wenn nicht, das entscheiden wir, wenn es soweit ist. Okay. Jo, gut, dass du mit an Bord bist. Ja, du willst immer noch nicht von mir. Okay. Das ist der Schuppen, wo wir hin müssen hier, oder wie? Deine Knarre ist dein bester Freund. Du musst dich gut um sie kümmern. Herc Senior. Also der Typ ist auch immer wieder zu hören. So. Die haben noch Aufgaben für mich. Der hat allerdings auch eine für mich. Dann kann ich natürlich keine Schnellreise machen. Wäre auch zu schön gewesen. Warte mal, gibt's hier nicht irgendwo ein Heli dann? Ach doch, hier, irgendwo bei uns, hier gibt's so ein Heli. Irgendwo hier bei uns. Oder täusche ich mich jetzt? Nee, da lag ich schon ganz richtig. Krass aus. Der aber noch mehr. Deswegen fahre ich jetzt einfach oder fliege ich mit dem. Helikopter fliegen, Helikopter fahren. Man fliegt die Dinger ja eigentlich, aber ich habe mal irgendwo, irgendwer hatte mal fahren gesagt. Schaut euch das an. Wunderschön eigentlich. Erinnert mich auch ein bisschen an dieses italienische Gebirge da in Battlefield 1. Okay, hör zu, Nila hier. Das Grandview liegt in nördlicher Richtung. Ich beobachte dich. Los geht's. Grandview. Moment, aber bevor wir das machen, holen wir uns hier den Helikonvoi. Augen auf, da sind Helikopter in der Nähe. Das ist eine verdammte Festung. Damit haben wir denn da?
Also, dass ich von den Raketen nicht eine getroffen habe, darüber reden wir jetzt mal nicht. Dafür gibt es 1500 Dollar. Ich glaube, das hatten wir schon mal gesehen. Die Anlage, ja, ja. Vor ein paar Folgen. War das nicht sogar schon diese... diese Bigfoot-Folge? Alter, die machen ja sogar logische Sätze. Da unten. Wo denn? Ich sehe ihn nicht. Alter! Mich hat das Haus nicht umgebracht, aber mich hat ein Heli weggesprengt. Crazy shit. Warum ist jetzt mein scheiß Spitzname eigentlich Depp? Und wer hat dieses Fünfsklo so dumm platziert? Hier gibt's keinen richtigen Weg hin. Ach ja, nur Nebenmission. Und das Grand View Hotel.
Ihr seht unten Jacobs Dings, wir haben jetzt mehr als die Hälfte. Unten rechts meine ich. Das war's jetzt aber erstmal. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.